Da steht es geschlossen bis auf unbestimmte Zeit. Wir sind in Klüsserath und hier ist Wolfgang Horsch. Grüß dich, Wolfgang. Hallo, Sven. Ja, das ist so ein bisschen dein Reich. Du bist ja auf allen Campingplätzen der Welt zu Hause, aber so Klüsserath hat es ja wirklich angetan. Das hier ist zwar mitten in Rheinland-Pfalz, in der Region Trier, aber es ist so Klein-Saarland, kann man das sagen? Das ist so Klein-Saarland. Es sind sehr viele Saarländer. Es kommt aber auch daher, Manfred Heere und ich, wir sind beide aus Schmelz, aus dem Kreis Saarlouis. Da kennen uns natürlich sehr viele Leute und die kommen dann auch hier zu uns auf den Platz. Das ist auch der größte Platz hier in der Mosel und ich denke auch mit einer der schönsten, die wir hier haben. So, kurz verrätst, wie alt du bist? Ich werde jetzt 64. 64. Deine Kinder waren auch schon alle hier? Die sind immer alle hier. So, wie alt ist denn der Platz? Der Platz weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich schätze jetzt um die 20 Jahre. 20 Jahre, einer der ersten Wohnmobilstellplätze. Das ist das Schild, ich zeige es gerade mal, geschlossen bis auf unbestimmte Zeit. Wir drehen ja heute am 22. Mai. Das heißt, das erste Mal ist wieder auf. Da habt ihr lange drauf gewartet. Das erste Mal ist seit dem 15. Mai. Ja. Bis dahin stand das Schild da, weil es halt eben die Einschränkungen bzw. die Beschränkungen gab wegen Corona, dass wir da niemanden auf den Platz lassen konnten. Wolfgang, wenn du mal kurz mitkommst. Wir zeigen den Platz mal ein bisschen. Klein-Saarland kann man mit Fug und Recht behaupten, denn es fängt schon hier vorne an. Wahrscheinlich hast du die so hingestellt, dass die Saarlouis direkt mal einen Auftakt machen, oder? Ja, in dem Fall sind es eine Familie aus Lebach, die mich auch kennen und die auch schon jedes Jahr hier sind. Und das ist jetzt nur rein Zufall, dass sie da sind. Aber sie sind Stammkunde hier. Aus Lebach? Ja. Echt, ist es schön hier? Wunderbar. Wunderbar, sagt sie. Was ist denn hier so schön an dem Platz hier, wenn Sie mir das sagen? Meinem Mann, der ist doch gesprächiger als ich. Ich frage den mal kurz. Ist das schön hier? Das ist schon schön hier, jawohl. Ja gut, Sie sind jetzt hier direkt am Anfang, das heißt, jeder sieht Sie, wenn man reinkommt. Ja, das war halt, weil wir so der spät losgefahren Platz. Sind. Ne? Und die zuvorkommende Behandlung bekommen haben, dass wir überhaupt noch einen Platz bekommen haben hier. Gestern, an dem Vatertag. Ne? Okay, das heißt, der Wolfgang dann, hat gesagt, ich habe da einen Platz, aber ja, du musst direkt am Eingang sein. Genau, und dann nimmt man das auch gerne in Kauf. Ne? Es sind viele Saarländer hier, oder? Ich denke schon, ja. Und du, wer bist du? Ich bin der Max. Der Max. Und du bist auch schon oft hier gewesen? Nein. Erste Mal jetzt? Ja. Okay. Und geht's? Ja, geht's. Es sind nicht so viele Kinder hier, oder? Spielplatz fehlt, ne? Spielplatz fehlt. Ja. Da arbeiten wir dran, höre ich gerade von Wolfgang. Ja, erstmal vielen Dank, Max. Mein Sohn ist da, der ist 7. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hier steht es, der Mindestabstand halten von 5 Meter, damit sich die Wohnmobile nicht gegenseitig stören, richtig? Richtig, das ist die Vorgabe, die wir hier vom Landkreis bekommen haben, damit die Leute einen gewissen Abstand halten, damit es nicht irgendwelche Übertragungen oder Infektionen geben kann, die vielleicht vorhanden sind. Aber bis jetzt hat es keine Probleme gegeben, hat alles super funktioniert. Ja, hier sind auch Nicht-Saarländer, wie man sieht, aus Bitburg. Dürfen die überhaupt hier drauf auf dem Platz? Obwohl das in Rheinland-Pfalz ist, ist ja ganz klar Saarländer First, oder? Ja, Saarländer First nicht, aber hier bei uns dürfen alle drauf und sind alle gern gesehen. Das war Spaß, oder? Ja, das war Spaß. Wenn ich euch mal kurz fragen darf, ihr seid aus welchem Ort, kommt ihr? Patrizia. Patrizia sagt nichts, ist nicht so schlimm, aber du sagst was? Wir kommen aus Bitburg. Aus Bitburg? Aus Bitburg, ja, abends fit, morgens fit oder auch nicht. Warte, ich zeig's mal ganz kurz, hier ja, vorne, genau. Vorne steht es ja. Zwar kein Produkt der Bitburger, aber es macht trotzdem lustig. So, jetzt ist ja Vatertag gewesen, das war gestern, genau. Ja, ich muss mal kurz nachdenken. Ja. Ja, habt ihr gut gefeiert? Wir haben sehr gut gefeiert, aber da müssen Sie die Frauen fragen, die haben noch besser gefeiert als wir. So, da vorne ist auch ein Mädchen, braun. Ja. Was ist das? Leider ein Junge. Das ist ein Junge. Irish Setter. Der ist schick, oder? Ja, ja. Gell? So, das heißt Hunde und Camping, das gehört zusammen? Ja, auf jeden Fall, weil viele Hotels das verbieten. Das ist auch ein Grund. Ich habe 2 Windhunde und deswegen haben wir uns ein Wohnmobil irgendwann mal auch zugelegt, beziehungsweise einen Wohnwagen am Anfang. Und ja, man kann die Hunde überall mitnehmen, oder? Diese Strecke haben wir auch hinter uns. Wohnwagen, kleines Wohnmobil und jetzt haben wir den ganz kleinen. Ich zeige dir mal gerade den Empire Liner. Der ist schick. Ja, ist so. Da ist hinten drin auch ein Auto, wenn man will. Genau das. Okay. Heute der Kleine. Heute der Kleine. Nee, ist aber schon so, man nimmt das zu Hause mit so ein bisschen. Ja, das ist einfach so entspannt, relaxed, gerade hier in Klüsserath, großer Platz, relaxed, ohne irgendwelche großartigen Regeln. Daher sind wir sehr oft hier. Also wir waren letztes Wochenende hier, dieses Wochenende und nächstes Wochenende werden wir wahrscheinlich auch wieder die Kasse von Hero füllen. Ja, die mit 7,80 Euro kostet das, glaube ich, hier am Tag. Oh, da habe ich gerade festgestellt, ich bezahle immer so das, was mir vorgelegt wird. Der aktuelle Preis 7,80 Euro inklusive freies WLAN. Ja? Genau. Okay. Gut.
Okay, aber das ist ja wahrscheinlich nicht, dass man sagen kann, die 7,80 Euro sind ja nicht alle Kosten. Man braucht ja noch ein Reisemobil. Aber es geht darum, hier gibt es keine Klassenunterschiede, oder? Nein, das heißt, hier steht der ich sag mal, das ist aber grundsätzlich so. Camping ist? Ist relaxed, ob groß oder klein, ob ein T5. Man hilft sich gegenseitig. Das ob ist jung oder alt. Ob jung oder alt, sagt er. Genau, ja, ist ob halt eben so. Jetzt jemand aus Bitburg oder jemand aus Trier, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Prima. Ja, erstmal vielen Dank für euch. Bitte. Wir gehen mal weiter. Ein schönes Auto übrigens. Ja, danke. Sehr gerne. Aber es ist wirklich so, ihr habt unglaublich viele große Wohnmobile hier, weil, ich sag mal, der Platz es hergibt, oder? Der Platz gibt es her. Also hier kann auch jemand kommen mit einem 12-Meter-Auto. Wir haben überall Platz. Es ist in der Regel auch von der Stromversorgung her sehr gut. Auch die Entsorgung ist hier sehr gut. Also hier hat man alle Möglichkeiten, die man vielleicht auf anderen Stellplätzen nicht so hat, wie man sie jetzt hier hat. Ja, du bist ein ganz großer Fan vom Thema Reisen und Camping und bist da wirklich weltweit unterwegs, fast, also zumindest in Kroatien. Du hast da Schiffe liegen gehabt, du selbst hast auch ein Wohnmobil. Das, was in den letzten Jahren abgegangen ist im Bereich, ich sag mal, Wohnmobile, ist schon kaum mehr nachvollziehbar. Die Leute, ist ein Riesentrend, oder? Ja, wir reden ja jetzt schon allein in Deutschland von mindestens 580 zugelassenen Wohnmobilen. Und der Trend zeigt immer noch stark nach oben. Das Problem halt eben ist, dass die Logistik halt, also einfach die Infrastruktur, noch überall fehlerhaft ist. Das heißt, wir müssten mehr Stellplätze haben. Und es kommen immer mehr Wohnmobile. Und wir haben es ja jetzt in den letzten zwei Tagen gesehen, nach diesen langen Einschränkungen, die wir hatten, wo wir nicht wegfahren konnten, der Platz hier war rammeldick voll. Und nicht nur der Platz, jede Plätze an der Mosel, die waren wirklich komplett geschlossen. Ja, es ist schön, ihr habt auch direkt nebendran auch einen entsprechenden Campingplatz. Wo ist denn jetzt der Unterschied zum Wohnmobil-Stellplatz und Campingplatz? Campingplatz hat halt den Vorteil, wenn das jemand braucht, er hat eine Sanitäranlage, das heißt, er hat eine Dusche und hat eine Toilettenanlage, die wir hier natürlich nicht haben. Warum auch? In einem modernen Wohnmobil ist heute alles integriert. Da gibt es eine Dusche, da gibt es einen Abwassertank, da gibt es eine Toilette. Also brauchen die Leute, die reinen Wohnmobilisten, die brauchen eigentlich keine sanitäre Anlagen, weil die haben sie im Auto. Dafür haben sie viel Geld bezahlt. Ja, es sind auch viele Leute, die haben auch Solaranlagen oben drauf, die bauen noch nicht mal einen Stromanschluss, oder? Ja, das wird auch immer mehr kommen. Also es gibt hier auf dem Platz mindestens 50 Fahrzeuge, die komplett autark sind. Der Centurion, der hier jetzt gerade steht, der braucht mit Sicherheit keinen Stromanschluss mehr. Der hat so viele Lithiumbatterien drin und so viele Solarplatten im Dach, dass er andere noch mitversorgen kann. Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Das ist die neue Technik, die da ist. Aber es ist auch so hier steht wirklich ein ganz kleines, altes Wohnmobil neben einem, ich sag mal, einem nagelneuen. Ach, hier ist der Kollege, den haben wir schon interviewt gerade eben. Ja, da ist er. Aber hier selbst so ein Fahrzeug, das kann man heute top umrüsten, dass er autark ist. Er müsste jetzt keinen Stromanschluss haben. Bei dem Auto ist genug Platz im Dach vorhanden. Mit den entsprechenden Lithiumbatterien kriege ich das Auto hier so hin, dass er wirklich niemals mehr eine Steckdose braucht. Auch bei schlechtem Wetter nicht. Prima. So, jetzt gehen wir mal kurz hier rum. Kurz mal zeigen. Ein Tesla. Die Franzosen, die kommen auch. Wahrscheinlich wegen Saarland sind viele, die in Frankreich wohnen. Ja, wir haben jetzt einige Franzosen sind da. Ist aber relativ wenig. Also es kommen sehr viele Leute aus Holland, Belgien, Luxemburg haben wir sehr viele Kunden. Und jetzt sagen wir aus Frankreich, weil dort ja immer noch sehr hohe Einschränkungen sind. Und wie man hier sieht, kommen die sogar mit ihren Elektroautos zu uns hier auf den Glüsserader Stellplatz. Ist aber schon die Ausnahme, die Franzosen. Das ist die Ausnahme, ja. Aber der darf den hier laden, ne? Das geht. Er darf ihn hier laden. Aus Köln. Ihr seid aus Köln? Nee. Wir nicht. Ihr seid aus Köln. Ich komme mal kurz zu euch. Ich sage nochmal Hallo. Ja, wir machen heute mal einen Bericht über den Campingplatz für Saarland Fernsehen. Das ist ja so schon ein klein wenig Saarland, oder? Nein, wir sind eher mehr Köln. Ja. Nein, aber so die Leute, die da sind, ziemlich viele Saarländer da? Ja, sieht so aus, nicht laut nur mit Schild. Ja, das war so. Sehr gut gemischt. Also wir haben, es waren viele Saarländer, aber es ist Deutschland quer gemischt. Es kommen Leute aus Bremen. Ihr kommt aus dem Pott. Ja. Haben wir sehr viele Kunden aus Bremen. Aus Bochum kommt ihr? Mhm. Wenn ich mal fragen darf, was deine Lieblingsbeschäftigung ist? Ja, da möchte ich jetzt nicht so drüber reden. Rätsel, sag ich jetzt mal. ihr habt einen tollen Hund. Ist das ein Männchen? Ja, eindeutig sichtbar. Aber. Ist das so Campen und Hunde, das gehört zusammen? Für uns auf jeden Fall. Ja. Schon seit einigen Jahren. Und macht uns auch mega Spaß. Ja, jetzt ist schon Nachmittag, ich gucke mal auf die Uhr, 6 Uhr. Da darf man auch schon mal hier so einen Weizen sich eingießen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ist das so die Freiheit? Ist ja nur zum Durstlöschen. Ist das so die Freiheit? Man braucht sich hier nicht aufzubrezeln? Ja, genau, richtig, ganz locker. Abgesehen davon, dass du jetzt aufgebrezelt bist. Aber ach, danke schön.
So, sie ist ja vollkommen süß. Ist schon ein Problem im Hotel mit so einem großen Hund, oder? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir machen das schon über 30 Jahre. Und Hotel, nee. Erstmal war das früher zu teuer mit den Kindern. Ja. Und ja, dann sind wir beim Camping geblieben. Der Hund, der mag mein Mikro, weil die denken alle, das wäre ein Hase. Ja, ja, genau. Super. Erstmal vielen Dank zu euch. Ja. Wolfgang, Köln, der Ruhrpott ist da. Alle sind da. Sind aus ganz Deutschland sind Gäste da. Aus Simmern, aus Bietburg, aus St. Wendel, das ist jetzt ein saarländisches Auto. ME, weiß ich gar nicht, wo der herkommt. Aber Meppen. Irgendwo aus Kölner Raum da irgendwo. So, und ja, man braucht sich nur die Kennzeichen anzugucken, hier aus der Pfalz. Also von ganz Deutschland sind hier Gäste da, auch ja, sehr viele aus dem Norden. Ja, wir drehen ja heute, das Thema ist ja Corona, das heißt also, Campen gehört mit dazu. Ihr habt lange gekämpft dafür, dass die Campingplätze wieder aufgemacht werden. Das heißt, es gab ja da auch Klagen, die gesagt haben, es gibt Leute, die haben Reisemobile, die wohnen im Reisemobil, die haben gar kein Zuhause mehr. Die hatten ja auch ein Riesenproblem, auch in Spanien, dass sie nicht ausreisen konnten, weil sie keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnten. Da hat man aber eine Lösung geschaffen, dass die Leute, die keinen festen Wohnsitz haben, irgendwo in Europa, dass sie dort bleiben konnten, wo sie mit ihrem Fahrzeug ja gerade waren. Also die entsprechenden Behörden haben dafür gesorgt oder nach Einsehen dafür gesorgt, dass dann die Leute dort bleiben konnten, die Mobilisten bleiben konnten, dort, wo sie gerade waren, weil wo sollten sie sonst hinfahren? So, das Thema Camping, ich sag mal so die Entwicklung der Wohnmobile, das ist ja auch schon so, dass mittlerweile die Technik, die eingebaut ist, schon absolute Haustechnik ist. Das heißt, man hat da wirklich warm Wasser, man hat fließend duschen, kann so lange duschen, wenn man will. Das ist heute in einem modernen Wohnmobil, auch in einem günstigen Wohnmobil, heute Standard, dass man fast autark ist. Hat irgendwie, wie gesagt, mit einer Toilette, die in einer Kassettenform eingebaut ist, die muss man hin und wieder entleeren. Aber es gibt heute Abwassertanks, Frischwassertanks, es gibt Boileranlagen, die über Gas und Strom funktionieren. Also daher komplett entsprechend der Haustechnik ähnelt. Ja, das da ist dein kleines Gefährt? Das ist meiner, ja. Sehr schick. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende, aber der Campingplatz, der spitzt sich so ein bisschen zu. Ja. Er ist eigentlich viel größer, als man jetzt meint, oder? Der ist viel, viel größer. Also der Wohnmobilstellplatz. Der Wohnmobilstellplatz. Also das ist jetzt, ich schätze mal, dass wir jetzt um die 350 Fahrzeuge hier haben. Und das ist aber jetzt geschuldet dadurch, durch die Situation, dass jetzt endlich mal die Leute seit zwei Wochenenden die Möglichkeit haben, rauszufahren. Also jeder packt sein Wohnmobil und fährt raus. Ja. Das hier ist so einer der schönsten Plätze? Das ist für mich jetzt einer und für die Geschmäcker von vielen Leuten einer der Plätze, der vor allen Dingen auch große Fahrzeuge problemlos unterbringt. Oder viele Wohnmobilisten kommen ja mit Hänger, haben ja ein Smart hinten dran dabei. Hier haben sie die Möglichkeit, gemütlich Urlaub zu verbringen und sogar ihr kleines Auto noch mitzubringen, wo sie auch Einkäufe tätigen können, ohne das Fahrzeug jetzt zu bewegen. Ja, man kann unglaublich viel hier machen. Du kennst die Gegend aus der Westentasche. Hier gibt es viele Gastronomen, die sich eingeschossen haben. Die haben ziemlich gelitten, oder? Hier war alles so. Ja, nicht viel gelitten. Ja, das muss man schon so sagen. Hier, aus Bayern? Der? Ja. Das ist ein Klüsserrater. Ein Klüsserrater? Der ist weggezogen. Der sitzt hier. Das ist der Ralf Breitbach. Den können wir mal ganz besonders begrüßen mit seiner Frau. Der Ralf Breitbach, die Frau ist schon geflüchtet, ja? Die ist ja, nee, die sitzt hier. Achso, die ist hier. Hallo, geht's euch gut? So, ja, ich wollte euch mal kurz unterfallen. Also eigentlich war das Video ja, jetzt ist alles wieder auf nach Corona. Für so einen eingefleischten Camper sind geschlossene Campingplätze nicht so toll, oder? Es war schon eine schwere Zeit, ja. Also wir sind froh, dass wir jetzt wieder fahren dürfen. Ist wirklich so, oder? Ja. Hat ja gar nicht gewusst, wie es weitergeht am Anfang, oder? Ja, das war halt alles ungewiss. Ne? Wann darf man jetzt wieder wohin fahren? Was für Auflagen gibt's? Und ja, war nicht so einfach, aber wir sind froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen fahren dürfen. Jetzt ist 6 Uhr abends. Wie sieht der Tag heute noch aus? Nachher noch ein bisschen grillen, essen und dann... Nichts machen. Darum geht es ja überwiegend. Wir wollen uns ja erholen, deswegen sind wir da. Ist das so, dass man hier ganz schnell runterkommt, so auf dem Campingplatz? Absolut. Ja. Absolut. Das geht schon los, wenn du zu Hause in dein Wohnmobil einsteigst und losfährst. Zum Urlaub. Und schon bist du im Urlaub. Also es geht in dem Moment los. Auch die Fahrerei dann, das ist alles total entspannt. Das ist dir egal, ob du jetzt einen Stau irgendwo hast. Selbst wenn du einen Stau hast, du hast alles dabei. Du kannst aufs Klo gehen, du kannst eventuell einen Kaffee kochen. Funktioniert alles wunderbar. Ich frage mal so die Körpersprache hat mir gesagt, du bist auch voll der Campingfan? Ja. Okay. Du warst auch schon immer? Nee, wir haben vor 3 Jahren das Wohnmobil gekauft. Ja. Und davor waren wir nie campen. Ja. Also weder als Kind noch irgendwann. Und ist schön? Schön, ja. Also ich möchte es nicht mehr missen.
Du klingst bayerisch ein bisschen? Ja, genau. Wir kommen aus Bayern, genau, okay, in Nähe von Augsburg. Genau. Und hier der Wolfgang, der ist ja schon ziemlich, also der ist ja ziemlich präsent hier auf dem Platz, oder? Ja, stimmt. Aber wir kennen ihn und er ist, glaube ich, auch so ein Magnet für die Besucher. Ja. Ich glaube, da kommen schon viele wegen dem Wolfgang auch. Ja, der Wolfgang ist schon ein ganz eigener Typ, oder? Ja, aber. Das sind wir alle, oder? Eben, sind wir alle, aber ein guter Typ, also. Kann man nicht maulen, bitte. Das Problem ist, wenn Sie nämlich irgendwas sagen, fliegen Sie hier direkt vom Platz, oder? Nee, das machen wir also Gottes Willen nicht. Und das kann der Ralf auch bestätigen. Wir sind gerade die, wenn es mal hier Unstimmigkeiten gibt, die hier immer für Lösungen sorgen und alles noch mal runterholen. Und ich denke mal, beim Wohnmobiltreffen haben wir das mit über 3000 Leuten sehr gut hingekriegt. Aber gut gemanagt, ja, war kein Problem. Und das haben wir auch jetzt hier, wo ja trotzdem die Leute sehr aufgeregt sind oder angespannt sind. Da gibt es immer hin und wieder mal unterschiedliche Meinungen. Aber selbst das kriegen wir immer sehr gut gelöst. Also hier gab es jetzt nie großen Ärger, wüsste von keinem was. Und es haben sich auch viele Freundschaften in den letzten Jahren schon ergeben. Also durch unsere Wohnmobilgruppe, die wir haben, Wohnmobilfreunde 24, haben sich auch schon wahnsinnig viele Freundschaften ergeben, wo man sich dann auch sonst wo trifft und miteinander fährt, sagt, oh, wir treffen uns da und da. Also es ist wirklich toll. Wahnsinn. Und der da hinten, der ist auch befreundet. Ja. Also wir kennen uns schon ewig. Ja, natürlich aus Trier, klar. Ja, ist ja klar. Ja. So sieht man sich wieder. Also ich bin gebürtiger Klüsserrater. Ich bin gebürtiger Klüsserrater, wohne aber jetzt in Augsburg, also beruflich nach Augsburg dann verschlagen worden und bin immer froh, wenn ich hier in Klüsserrat wieder auf den Platz kommen kann. Ja, so gehört sich das. Ja, vielen Dank euch allen erstmal. Wir gehen mal weiter. Und ich dachte schon, ihr wärt aus Bayern. Du bist aus Bayern. Tschüss. Ciao. Ja, cool. Guck mal da. Das ist ein amerikanisches Wohnmobil. Das ist ein amerikanisches Wohnmobil, ja. Das ist eher selten. Nee, also hier in Klüsserrat, es gibt auch Treffen von amerikanischen Wohnmobilen. Also es fahren sehr viele darum und das ist jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr altes Auto. Aber man sieht, auch da ist ein Liebhaber dran. Der hat ihn mal umgerüstet, dass ich sehe, ich jetzt schon auf Mercedes-Lampen von Actros sind da drin. Die waren original niemals da drin, aber man sieht, das Auto ist top gepflegt. Ja, das muss ja auch umgerüstet werden auf deutsche Verhältnisse. Eben. Und dann ist natürlich so das Thema, wie mache ich das? Genau. Da gibt es Spezialforen. Ich glaube, es gibt, wenn man also Technik für Camping haben will, gibt es überall was, wo man nachgucken kann. Gibt es überall. Das ist auch ein cooles Gefährt. Man kann heute alles mitbringen. Ich zeige das mal gerade. Da ist auch eine Großfamilie, die hinten da ist. Hallo. Geht's euch gut? Ihr seid aus Luxemburg, oder? Ich muss mal fragen, wenn ein Kennzeichen aus Luxemburg ist, oft sind das keine Luxemburger. Das sind nur Leute. Die sind Luxemburger. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Nee, Herr Schnott. Wir sind gut getan. Alle gut. Ja. Ganz toll, ja. Also wir machen mal einen kurzen Rundgang. Thema ist Campen wieder nach Corona. Das ist ja so. Ihr habt lange drauf gewartet? Ja, ziemlich lang, ja. Und jetzt ist gut? Ja. Alles super. Ihr seid vollkommen entspannt. Was gab es heute zum Mittag? Da darf ich da mal reingucken? Zum Abendessen, Spaghetti. Spaghetti. Ist das so? Penne. Tomatensoße. Penne, ja. Tomatensoße. Selber gekocht. Ja, aber schmeckt doch gut, oder? Ja, sicher. Ja, kein So, ich lasse euch mal in Ruhe. Dann erstmal vielen Dank. Als gelernter Koch muss es ja gut sein. Als was bist du? Als gelernter Koch muss es ja gut sein. Das heißt, du hast die Soße selber gemacht? Ja, sicher. Oder selbst gekauft? Ich bin gelernter Koch tatsächlich. Ehrlich? Ja. Cool. Ja, alles Gute. Das ist ein schönes Gefährt. Das heißt, das hast du immer dabei? Das habe ich immer dabei, ja. Da im Hänger. Nur so machen wir Urlaub. Nur so mache ich Urlaub, ja. Der Wolfgang, der sitzt mal drin, der darf das? Naja, zu spät, um was zu sagen. Ich hol's mal gleich mit. So, erstmal vielen Dank. Und Sie, wer ist Sie? Oder er? Der Rocky. Der Rocky. Balboa. Rocky Balboa, ja, der guckt mich auch schon böse an. Ich glaube, ich gehe besser. Tschüss, Rocky. Ja, die Leute sind alle nett. Du siehst, die Stimmung ist gut. Die Leute haben auch wirklich drauf gewartet, endlich nochmal rauszugehen. Ich glaube, das war eine schlimme Zeit, diese paar Monate. Ich meine, viele sind da auch hier, die überwintern in Spanien waren. Die eigentlich jetzt noch da sind, die wären jetzt im Mai, Juni, wären die nach Hause gekommen. Die mussten ja schon im Januar kommen. Oft waren es Leute, die haben ihre Wohnungen gar nicht vorbereitet gehabt, weil die entweder vermietet waren oder beziehungsweise gar keine Wohnung hatten.
und die dann wirklich teilweise sogar in Wohnmobil schlafen mussten bzw. leben mussten, bis es hier dann endlich noch einmal möglich war, mit dem Wohnmobil rauszufahren. Ja, vorne, man hat doch Plätze direkt an der Mosel. Man hat auch Plätze direkt an der Mosel. Ich bin nicht so begeistert, wenn es jetzt so schön, wenn windig ist, ist es okay, aber wenn es warm ist, kommt die eine oder andere Mücke dich besuchen, das kann dann fürchterlich wehtun. Habe ich abends gemerkt, also abends kommen schon Stechmücken hier hin, oder? Hier kommen Stechmücken, ja gut, das ist jetzt die typische Jahreszeit, warm und jetzt wird es dann noch ein bisschen feucht und je feuchter es wird, umso mehr Mücken kommen und wer da ein bisschen empfindlich ist, muss damit leben, dass er mal hin und wieder Besuch bekommt. So ist es, ja, aber hier so direkt hier unten am Flussufer ist ja schon idyllisch. Das heißt, man guckt hier raus. Das hier sind schon so die Top-Plätze, was man so in der Côte d'Azur direkt am Strand nennt. So kann man es sagen. Also der hier vorne steht, hat eine schöne Sicht auf die Mosel. Da fahren ja den ganzen Tag Schiffe hin und her vorbei. Also ist ein interessanter Platz. Und ja, frag mal die jeden Einzelnen, was sie davon halten, warum sie hier vorne stehen. Aber die kennen die Mücken auch schon. Die kennen die Mücken auch schon? Hier sind Mücken. Achso, das gehört mir dazu. Warte, ich komme mal kurz hier vorne hin. Oh, eine Sirene geht los. Wolfgang, was ist los? Wieso geht die Sirene los? Ich kann sagen, also Glüsserath hat eine relativ kleine Feuerwehr. Es kann aber auch sein, dass es eine ganz normale Übung ist, eine Jahresübung. Ich weiß aber jetzt nichts davon, dass es hier irgendwas gewesen wäre. Aber da vorne sehe ich, da qualmt es ganz eklig. Da scheint wirklich was zu sein. Ja, die Feuerwehr hat vielleicht einen Einsatz. So ist es. Ja, Thema natürlich auch Sicherheit. Ihr habt ja unglaublich viele Sicherheitsmaßnahmen. Erstmal stehen die Wohnmobile weit auseinander, oder? Die Wohnmobile müssen mindestens 5 Meter auseinanderstehen, das ist auch gut so. Weil wir hatten auch hier den Platz nicht, hätten so oder so, wir mussten da nicht was Besonderes machen. Wenn man sieht, wie hier groß die Boxen sind teilweise 10 Meter breit oder sogar noch größer. Also hier ist das Problem, 5 Meter auseinanderstehen, schon Standard, wo wir weit drüber liegen. Okay, super. Ja, wir werden einige Leute mal befragen. Unter anderem kann man hier schön Gleitschirm fliegen. Man kann da noch viel mehr. Hier gibt es viele Winzer im direkten Umfeld. Ich kann zu Fuß, fußläufig direkt in die Stadt. Glüsserath liegt ja nur 150 Meter von hier weg. Da oben gibt es den schönsten Aussichtspunkt. Wer da schon mal war, das ist dieser Europapunkt, wie er sich nennt. Man hat wirklich den Blick über die ganze Kurvenbereich hier von der Mosel. Ähnlich wie an der Saarschleife im Saarland. Ja, wir haben ja noch einen Film gedreht über die Gleitschirmflieger, da würde ich euch bitten, vielleicht blenden Sie den jetzt mal ein. Vielen Dank, Wolfgang Horsch. Was ist deine Aufgabe? Du machst das mit dem Herrn Hero zusammen so ein bisschen. Also jetzt in der Zeit, wo der Manfred Hero hier wirklich viel zu tun hat, der hat ja noch einen Stellplatz in Mienheim, wo er sein muss, vertrete ich ihn hier auf dem Platz und das hat bis jetzt wunderbar geklappt und ich freue mich auch immer noch mal, wenn ich ihm helfen kann, weil es macht auch wirklich ein bisschen Spaß und man lernt sehr viele Leute kennen. Und viele Freunde kommen auch deswegen hierher. Ja, das Saarland nach der Corona-Zeit, heute ein Einblick aus dem Platz in Glüsserath, ja, mit Wolfgang Horsch zusammen. Wie viele Wohnmobile gehen ungefähr drauf? Ja, wenn der Platz jetzt richtig, wenn man jetzt enger stellt, zum Beispiel ein Wohnmobiltreffen, wir hatten letztes Jahr über 600 Fahrzeuge hier. Da gab es ja auch diese Technikkarawane, da waren auch viele Besucher da, dass wir an einem Tag sogar 804 Autos hatten. Also das, 804 Wohnmobile. Das geht auch, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Oder? Wenn nicht gerade Corona ist, geht das. Aber jetzt ein Wohnmobiltreffen zu veranstalten mit diesen Einschränkungen. Feiern, trinken und so weiter, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, macht auch keinen Spaß. Wir haben dieses Treffen, das ja jetzt für den 11. Juni geplant ist, verschoben, erstmals in den September. Sollte es früher möglich sein, machen wir den Schritt nochmal zurück. Es ist nicht abgesagt, aber es ist verschoben. Ja, vielen Dank, Wolfgang Horsch aus Schmelz, stellvertretend für alle Saarländer, die schon mal hier waren. Das waren einige. Das waren viele, ja. Ja, danke. Tschüss, Wolfgang. Tschüss.